Hi Leute, geht weiter. Heute was für Latissimus, Hautmuskulatur und hintere Schulterpartie haben wir, ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Wieder der Hinweis, achtet darauf, dass ihr Dinge, die ihr benutzt oder das Webinar, halt das auch vertragen, dass ihr es nicht beschädigt. Wir legen uns auf einen Tisch, ihr könnt das auch unten auf der Erde machen, aber dann kommt er natürlich nicht so schön in die Dehnung. Ja. Guckt, dass ihr die dass er stabil auf dem Tisch liegt, nicht dass er, wenn ihr die Arme nach hinten macht, runterfällt, aber wenn möglich die Schultern halt frei. Dann nehmt ihr euch, ich weiß nicht, Bücher, Flaschen oder ihr packt euch eine Tasche voll oder nehmt einen Wassereimer und dann geht ihr einfach nach hinten in die Dehnung und kommt hier wieder hoch, dass er das Ganze quasi mit dem Latissimus bewegt. Je nach Last und Wiederholungsgeschwindigkeit, ich sag mal so 15 bis 30, durchgehen. Wenn er viel hat, schafft er halt wahrscheinlich weniger. Wenn er keine Lasten zur Verfügung hat, dann macht er halt Slow Motion, beziehungsweise haltet in bestimmten Bewegungsabschnitten immer mal kurz an, so dass ihr selber euch reinfühlt, dass ihr richtig schön den Rückenmuskel beansprucht. Wenn ihr das habt, wechselt er direkt in die Bauchlage. Guckt, dass ihr hier Spannung reinkriegt hier hinten. Nehmt euch zwei etwas leichtere Sachen und dann halt Seitheben. Da haben wir hintere Rückenmuskulatur, Rautenmuskulatur, also hintere Schultermuskulatur, Verzeihung, Rautenmuskulatur und gleich den Rücken mit drin. Okay, davon auch, guckt ihr, je nachdem was ihr verlassen habt, 10 bis 20 Wiederholungen, dann atmet ihr durch und wie immer 10 bis 20 Durchgänge. Feuer frei, bis gleich, ciao.